And ladies and gentlemen, we have some rules here at the Experience Hall. That means, you know, we bring people up on stage, they are rock stars, and you have to give them a rock star welcome. You have to treat us, meaning the people on stage, like rock stars. So there's an old rule. Energy flowing to you has to come back. So you can't just sit there like this, watching. Nothing is going to happen. Yeah, I'm talking to you. Right. So please. Hey, guys, this is not ARD Network. Please. Can I count on you guys? It's kind of okay, ladies and gentlemen. We need a little bit more. And by the way, this is a photographer of Dimexco, and we need a very special picture. Have you ever, guys, have you ever seen how people who are deaf applaud? They do it like this. I would like all of you to raise your hands. I want everybody to raise your hands like this. And show me your hands. Come on, guys, give me something, give me something, give me something, give me something. Because that will be the picture. Which, yeah, show me your hands. Come on, show me your hands. I want to see your hands. Yeah, come on, LeFloid, show me your hands. I want to see the hands. Because we need that picture, because that picture is great. Yeah, that's what we do. We do here. That's the way it is. Yeah, we this Experience stage. I told you that, guys. Otherwise, we can't do that. That's very... Ladies and gentlemen, now let's get to the topic. Some people of you remember the Fyre scandal, you know, when some of the world famous influencers posted things which actually never happened. Some people discussed after that, what does influencer mean, social media about truth, what the heck about that? Back in the good old days when we just had ARD and Bildzeitung, things were fine. Is it like that? That will be the topic of our next panel. Ladies and gentlemen, I know you give him a rock star welcome. And let's start. Ladies and gentlemen, please welcome our first panelist. She's a very smart woman. She's coming all the way from Munich. She's Bavarian. She loves the color green. Please welcome Margret. She's a lawyer of SKW Schwarz. I know most people didn't come to see Margret. I know most people didn't come to see me. I know most of you came because of a guy who lives on YouTube. He's a bright guy, a smart guy, a friendly guy, a very successful guy, and he loves Black Sheep. Legend, please welcome Germany's YouTuber number one. Please welcome LeFloid. And ladies and gentlemen, we have more to come. Please welcome a guy who runs a company most of you don't know by name, but everybody knows by its content. Please welcome a guy who goes by the name Sebastian Romanus. He's the CEO of Studio 71. Ladies and gentlemen, we have a great panel, just rock stars, and we needed a guy who can handle those people. You know, not just anybody. We needed a host who is better than those guys, better looking, smarter, whatever. John, please welcome a guy named Sven, Wedig. Come on. Yeah. Okay, it's all yours. Danke dir. Vielleicht nochmal einen Applaus. Er zieht das hier zwei Tage durch. Ihr müsst eigentlich auf den Kollegen vollkommen ausrasten. Vielen Dank nochmal für diese Intro. Der Bruch auf Deutsch ist auch hart, aber wir versuchen es mal. Ich habe ein paar gute Nachrichten mitgebracht. Der LeFloid hat mir seinen richtigen Namen gesagt. Er heißt Flo oder Florian. Das heißt, wir können dich auch so ansprechen heute. In der Tat, ja.
Die nächste gute Nachricht, du hast es eben gesagt, beim Alm Vortanzen um 22 Uhr heute hier Aquagymnastik. Wir können also alle zusammen ein bisschen was gemeinsam unternehmen. Und die dritte gute Nachricht, wir haben noch eine kleine Challenge mit euch. Ich habe mir sehr genau durchgelesen, was der Dominik so angestellt hat mit der Nemexco. Und es ist viel über Netzwerken. Es gibt ganz viele Leute, die sind hier und laufen dann von Panel zu Panel. Ich möchte aber, dass ihr euch gegenseitig kennenlernt. Und das heißt, wir machen das jetzt eine Minute wie in der Kirche. Ihr sagt den Leuten vor euch, hinter euch, rechts neben euch und links neben euch Hallo und tauscht kurz diese Visitenkarten. Dann wird es eine Minute laut. Ihr denkt, ich spinne, aber ich will, dass ihr das jetzt macht. Lernt euch kennen. Kurz. Oh, jetzt wird es immer ein bisschen lauter. Ist gut, und dann wird es schwer, die einzuhandeln. Auch gut. Stehen, oder? Mach ich, ja. Guck mal, das ist die Zeit, wo wir wieder das Zwischenselfie machen mit dem Publikum. Kommt her. Ist das die normale Trick. Reaktion? Ja, das wird noch lauter gleich. Bist du? Yay. Sehr gut. Aber ich kriege Monate später Nachrichten. Vielen Dank. Ich habe mich nicht getraut, jemanden anzusprechen. So hat das funktioniert. Nein, super. Ist ja auch für manche schwer. Geht von unserer Zeit ab, aber wir überleben das. Legen alle untereinander tauschen. Hallo, ich bin traut euch. Ja, hallo. So, das Schwierigste ist immer, alle wieder einzufangen und auf so ein gewisses Ruhelevel zu kommen. Also wenn da irgendwas draus entsteht, schreibt mir mal. Ihr findet mich auch in diesen sozialen Netzwerken. Ich würde mich freuen, ich kriege die lustigsten Geschichten. Kinder gibt es noch keine daraus, aber ein paar Business Cases. Flo, wir fangen mit dir an. Alles, was man liest, ich muss damit anfangen. Ich probiere es ein bisschen präziser und knackiger zu machen. Du durftest, wen wundert's, Angela Merkel treffen. Ja, ich möchte aber eigentlich nicht wissen, wie es war, sondern du hast eben von dem Bullshit-Bingo gesprochen, Backstage. Du hast gesagt, die Hälfte hast du hier nur verstanden, zum Teil. Was war denn dein Key-Learning mit Angela Merkel? Was ist bei dir persönlich hängen geblieben aus dem Gespräch? Um Gottes Willen, ich glaube, es war tatsächlich eher das Aftermath, was da bei mir hängen geblieben ist, als sich herausgestellt hat, dass die etablierte Presse zum Teil natürlich berechtigte Kritik, vor allem aber ganz, ganz, ganz einfach sauer war, dass ja jetzt ausgerechnet so ein Fatzke aus dem Internet ankommt, der eine Chance wahrnehmen kann, damit Zuschauerfragen zur Kanzlerin kommt, worauf andere Leute irgendwie seit 15, 20 Jahren gegeiert haben, wo es einfach nicht geklappt hat. Und da hat man gemerkt, ach guck mal, das sind also die Schattenseiten von Reichweite. Also ist das ein negatives Learning? Nö, nicht unbedingt, aber ich glaube tatsächlich, ich hatte ja gesagt, ich würde es gerne nochmal machen, aber unter anderen Voraussetzungen. Gib mir ein Beispiel einer Voraussetzung, das ist jetzt... Die andere Voraussetzung, um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, jetzt mit ein paar Jahren Erfahrungen, die dazwischen liegen, tatsächlich wäre der Fragenkatalog doch deutlich versierter und doch deutlich aggressiver. Um einfach mehr rauszukitzeln an Informationen. Ja, also ich hatte mal gesagt, es hat ja leider nicht mehr funktioniert, aber wir hatten mal drüber gesprochen, auch mit Studio 71 tatsächlich, ob es nochmal möglich wäre. Und ich hatte gesagt, okay, aber dann machen wir es diesmal so, wenn ich rausfliege, fliege ich raus. Okay, also ja, wäre interessant zu sehen, wie der Content aussieht, wenn sie dich rausschmeißen nach zwei Fragen. Sebastian, jetzt kommen jetzt Parteien und Ministerien und Minister und Ministerinnen zu euch und sagen, boah, da kam Riso. LeFloid, Flo war da. Könnt ihr uns auch irgendwie helfen, wie wir ein bisschen besser bei einer Bundestagswahl dastehen? In Scharen. Nee, aber in der Tat, es ist wirklich so, dass wir nicht nur durch diese Debatte immer mehr Zulauf bekommen von Ministerien, die einfach verstehen wollen, wie es funktioniert. Gab ja jetzt dieses schöne Beispiel von der CSU, was auch wieder gezeigt hat, wie es nicht geht. Und ich glaube, das ist für uns auch ein ganz gutes Momentum, einfach, sei es mit Flo oder mit anderen YouTubern, letztendlich auch den Dialog herzustellen, ja, zwischen Ministerien, zwischen der Politik und eben den Influencern und aufzuklären, wie man am besten zusammenarbeitet. Du hast schon gelacht bei CSU-Video. Ich weiß jetzt nicht, ob das an CSU und Video in einem Wort liegt oder als es an der Umsetzung liegt. Kommen wir doch mal zu einer richtig gemeinen Frage, Dealmaking. Jetzt würde ich mal sagen, ich tue so, als wäre ich die CSU und sage, lass uns die Videos machen. Geld spielt keine Rolle, ich habe maximal wenig Ahnung, dafür aber unglaublich viel Geld. Wie würdest du es denn machen? Der Vorteil ist ja tatsächlich, dass ich nicht nur mit zum Beispiel eben Unternehmen wie Studio 71 kooperiere, sondern dass wir selber auch eine Agentur und eine Produktionsfirma gegründet haben vor einigen Jahren. Und das Konzept können wir gerne erstellen.
Aber da ich ungern an meiner Glaubwürdigkeit rütteln möchte, würde ich tatsächlich mich jetzt nicht unbedingt als das neue Gesicht der CDU oder CSU oder sonst wem ausgeben wollen. Okay, fair enough. Also man braucht schon eine gewisse Auswahl in Deals und man macht nicht alles, wenn man am Ende Reichweite hat. Wir holen uns irgendeinen anderen Typen, der vorher einen Anzug getragen hat und dann blondierte Haare bekommen hat. Den finden wir auch. Ja, okay. Jetzt ist das ein schöner Übergang zu dir, Margret, aus der juristischen Perspektive. Ja, also nicht deshalb, aber aus der juristischen Perspektive. Jetzt stellt er sich hier mit Käppi hin, hat die Angela Merkel interviewt und sagt, das Konzept haue ich dir easy raus. Wie ist das denn in der Verantwortung für diese Leute? Darf der erzählen, was der will? Was ist denn, wenn der Rezo oder der LeFloid oder auch der Flo oder die Agentur plötzlich Konzepte schreibt für Parteien, die wir vielleicht gar nicht wollen oder die in eine falsche Richtung gehen? Können die juristisch machen, was sie wollen? Ist das alles Meinungsfreiheit? Tatsächlich haben wir die Meinungsfreiheit, Gott sei Dank, in Deutschland. Und es ist einzelfallabhängig. Ja? Also solange man nicht die Rechte Dritter verletzt oder keine Holocaust-Leugnen von sich gibt oder solange es alles sich im Rahmen hält, ist es tatsächlich in Ordnung, auch für Parteien, mit denen man vielleicht, die man nicht so toll findet, für die einzustehen. Ist so. Aber mal ganz ehrlich, als Rheinländer frage ich das direkt, ist das eine Gefahr, dass das so offen handelbar ist oder braucht es Regularien? Ich denke, das ist eher kein Thema jetzt von juristischer Seite, sondern wir müssen einfach gerade die es anspricht, Jugendliche aufklären, das sollte in den Schulen losgehen, dass sie sowas differenziert sehen, dass sie sich überlegen, kann das sein, was der da redet, ist es das richtig, der Sache auf den Grund geht. Ja, einfach Verantwortung übernehmen und das denke ich, da sind die Schulen in der Pflicht, dass sie das den Jugendlichen beibringen. Flo, Sebastian, Verantwortung ist ein ziemlich gutes Stichwort. Empfindest du Verantwortung für die Zielgruppe, die du bedienst? Hast du vielleicht auch manchmal Bauchschmerzen, dass das, was du sagst, bare Münze genommen wird und danach auch gehandelt wird? Nee, tatsächlich nicht, aber das ist immer die Frage, wie man den Kanal oder beziehungsweise wenn wir über YouTube jetzt speziell reden, wie man den Kanal YouTube für sich selber entdeckt und wahrnimmt. Wenn man versucht, den Leuten eine Forenplattform zu bieten, sodass es dann zu einem Austausch kommt beispielsweise, sodass man es schafft, dass es zu einem Diskurs kommt, was auch im Internet tatsächlich immer noch möglich ist. Kann man dazu Community Management sagen? Ja, nicht mal unbedingt, das muss man gar nicht so sehr managen, sondern man muss tatsächlich nur anstoßen und das kann man ja auf vielerlei Art und Weise tun tatsächlich. Und wenn man das jetzt wie ich macht, zum Beispiel durch eben sowas wie eine Videokolumne, durch eben das Aufarbeiten einfach nur durch Meinungen von, weiß ich jetzt, Current Affairs, wie man so schön sagt, irgendwie so tages- oder zumindest wochenaktuelles Geschehen, und sich die Leute einfach dann irgendwie zusammentun, dann in den Kommentaren diskutieren, dann nochmal zum Beispiel irgendwie dann so cross-plattformmäßig zum Podcast übergeleitet werden, dann aber mit ihren Eltern abends am Tisch sitzen und meine Zielgruppe ist ja bei weitem jetzt nicht irgendwie 12, sondern größtenteils irgendwas zwischen 18 und 30 Jahre alt, dann hat man schon auf jeden Fall mehr geschafft als andere Leute, die es eben auf Krampf versuchen. Jetzt sprichst du von der Zielgruppe, das spielt mir total rein, hier fast wie abgesprochen. Jetzt sprichst du von der Zielgruppe 18 bis 30. Ich als Agentur-Heini, da stellen sich mir die Nackenhaare hoch, weil ich sage, der 18-Jährige macht was anderes als der 30-Jährige. Schon macht der 18-Jährige was anderes als der 24-Jährige. Wie gut, Sebastian, kennt ihr die Zielgruppen von euren Creatern? Ist das ein großes Thema oder ist es eher die Richtung, ja, lass uns mal mit den Influencer reden, wir finden den LeFloid cool, das ist mir nicht so wichtig, wen der da beeinflusst, aber der Typ ist cool, geiler Kanal, lass uns mal was machen. Wie empfindest du das? Ich glaube, es gibt in der Tat beides. Es gibt Kunden, Werbetreibende, die sagen, hey, ich will mit dem Gesicht was machen, das passt wie Faust aufs Auge, Reichweite passt auch, ne? Und wirklich und sagt, komm, wir setzen irgendeine Kampagne um. In der Regel ist es aber so, dass wir schon gerade in der Beratungsphase natürlich auch mit Unternehmen genau analysieren, wen willst du ansprechen, haben wir passende Creator da, mit wem arbeiten wir zusammen und das eine ist ja, finden wir die passende Zielgruppe für den Kunden, aber viel wichtiger noch, finden wir den thematischen Fit. Ja, also passt die Kommunikation, die der Creator mit sich bringt, zu der Kreation, die der Kunde, Kommunikation, die der Kunde betreiben möchte. Also so wenig Briefen wie möglich, juristisch, so wenig vereinbaren wie nötig und dann
alle Macht das sind die dem besten, Flo geben. Das sind die besten Kampagnen. Findest du das auch am besten, oder? Nein. Das heißt, also ich möchte jetzt um Gottes Willen mich nicht aus dem Fenster lehnen und auch nur eine einzige juristische Frage beantworten, die ich nicht vorher irgendwie durch fähige Hände habe abklären lassen. Aber grundsätzlich finde ich sehr gut, wenn es in die Richtung tatsächlich geht, also nicht alle Macht dem Florian oder nicht alle Macht dem Influencer, aber zumindest was den kreativen Weg zu einer Kooperation irgendwie beizutragen angeht. Da bin ich schon der Meinung, und das hat sich in den letzten Jahren zum Glück auch geändert und gebessert, dass man da auch auf Augenhöhe mit der jeweiligen Firma, mit der jeweiligen Brand arbeitet und dass man dann sagt, ja, okay, wir vertrauen zumindest den Influencern, den Creatern insofern, dass man sagt, hier ist das Produkt, hier ist die Kampagne, darum geht's uns. Du kennst deine Zielgruppe am besten im Zweifelsfall, also wie sieht's aus? Hast du ein Konzept, hast du eine Idee für uns, wie würdest du es machen und dann damit weiter bauen und nicht mehr irgendwie nach Schema F ankommen und sagen, wir wollen das, mach das bitte so und so, das Video ist bitte Donnerstag online. Ich bin ganz erleichtert, weil das erzähle ich auch immer draußen, wenn ich da alleine drüber erzähle. Braucht jede Influencer-Kooperation eine Vereinbarung? Zwingend? Also nein, zwingend nicht. Man kann auch mit Verträge eingehen. Aber ich würde aus meiner anwaltlichen Erfahrung immer dazu raten, Verträge zu schließen. Vielleicht gibt es da doch irgendeine Meinungsverschiedenheit. Aber dieses Thema von wegen Vertrauen, das sehen wir ja immer wieder in der Beratung. Es gibt eben viele Unternehmen, vielleicht auch eher traditionelle Unternehmen, die das noch nicht kennen und Angst haben natürlich. Ja, die geben ja ihre Marke jemanden. Aber wir versuchen da auch dann denen zu erklären, wisst ihr, wenn ihr das nicht euch traut, dann ist der Witz weg vom Influencer-Marketing. Der macht einfach einen Werbespot. Ja? Also dann sagt ihm einfach, was er sagen soll. Und das, glaube ich, ist mittlerweile auch angekommen. Vielleicht nutzen wir bald Juristen in der Vermarktung von Influencer-Marketing. Ja. Sehr schön. Nein, wir nehmen dich vielleicht in ein paar Pitches mal mit, oder? Nein, um das vielleicht noch zu ergänzen, wir haben vorhin drüber gesprochen in einer anderen Runde. Ich glaube, das Stichwort hier ist auf der einen Seite irgendwie Leitplanken geben, in denen der Creator sich dann bewegen kann, aber auch sich als Werbetreibender zu trauen. Ich habe es vorhin mit Mut umschrieben, also wirklich irgendwie zu sagen, ich gehe bewusst mal neue Wege, die ich heute noch nicht kenne. Ja? Und da gibt es eben dann auch fähige Leute, die einen auf diesem Weg begleiten können. Das ist auch so ein bisschen der Appell in die Branche, einfach zu sagen, hey, es gibt ganz, ganz viele neue Wege, begeht diese Wege und sucht euch halt die Partner raus, die ihr dafür braucht. Ja? Also, ja, es gibt viele Möglichkeiten. Absolut. Ich glaube, die Zeit, Lehrgeld zu zahlen, ist da eigentlich vorbei. Also wenn man es jetzt noch zahlt, dann ist man eigentlich selber schuld. Du hast Rahmenbedingungen oder Rahmen angesprochen. Flo hat darauf gesagt, ich will da mal lieber nichts zu sagen. Es scheint offensichtlich in Deutschland so zu sein, dass es nicht ganz unwichtig ist, wo der Influencer wohnt, wenn der Probleme kriegt. Okay. Kannst du das bestätigen? Ja gut, also du redest jetzt von den Kennzeichnungspflichten, also sprich, der Influencer hat einen eigenen Channel und bekommt etwas von der Brand oder kauft sich was oder bekommt was geschenkt und postet es dann und verteckt das. Und ja, also das haben, glaube ich, viele mitbekommen, dass es da jetzt unterschiedliche Rechtsprechungen in Deutschland gibt derzeit. Wir haben nur erstinstanzliche Entscheidungen, die wahnsinnig voneinander abweichen, was traurig ist für Influencer und für die Brands natürlich. Wir warten jetzt auf Entscheidungen des OLG, der OLGs. Also jetzt ist es so, dass man in München, Kathi Hummels, die sich selber was gekauft hat, die muss gar nichts mehr kennzeichnen, weil die Münchner Richter gesagt haben, das weiß doch jeder, die ist so bekannt, das ist sofort ersichtlich. Alles, was die macht, ist kommerziell. Die muss nichts mehr kennzeichnen, was meine persönliche Meinung, die Entscheidung ist richtig, aber die Begründung ist falsch, denn auch eine Frau Hummels sollte noch möglich sein, dass sie privat kommuniziert, als Privatmensch. Das ist ja das Schöne am Influencer, dass er beides kann. Aber wenn man jetzt in Karlsruhe ist, die sind ganz streng, die sagen, man muss alles kennzeichnen, auch wenn ich selber gekauft habe, keine Connection zur Brand habe, kein Geld geflossen ist, also eigentlich keine Werbung vorliegt, muss man es trotzdem kennzeichnen. Also ist blöd, ist auch in anderen Ländern viel besser gehandhabt. Wir begleiten ja auch internationale Kampagnen und sehen das in UK, insbesondere USA, die sind einfach schon weiter und deswegen dürfen wir jetzt nicht so streng sein mit dem deutschen Rechtssystem. Ich bin da ganz zuversichtlich, wir kriegen bessere Entscheidungen und es wird in ein paar Jahren so sein, dass wir brauchen ordentliche Guidelines, aber ich habe da Vertrauen, dass wir die haben. Wir sind aber noch nicht so weit. Ist ja auch doch ziemlich neu. Die ersten Entscheidungen sind von 2017. Das ist jetzt nicht so lang. Ja, dieses Phänomen gibt es einfach in anderen Ländern schon länger.
klar, Kennzeichnung spielt immer eine Rolle, beste Entscheidung. Das, was man ja mitgeben kann, korrigier mich, überall Werbung an den Anfang setzen und auch nicht Ad oder Sponsor bei, sondern Werbung. Ja. Besonders schön, ich sehe das immer noch, freue ich mich immer sehr, in der Story Werbung in weißer Schrift, auf weißem Hintergrund, in Schriftgröße 3. Reicht nicht, oder? Nein, nein, man muss es auf den ersten Blick erkennen können, damit man nicht erst lese oder am Ende, dann erst am Ende, dann ist es schon das Kind in den Brunnen gefallen. Also vollkommen richtig, man muss es am besten in Deutschland Werbung oder Anzeige oben einfach groß draufschreiben. Flo freut sich schon. Er hat mir eingangs gesagt, er ist quasi frei von jeder Schuld, aber ich fand die Argumentation ganz sympathisch, weil wir darüber geredet haben, wann verteckst du eigentlich? Ein großes Thema ist ja eben auch bei Kathi Hummels, ja fast ein bisschen romantisch. Sagen wir mal, sie würde das Hotel selber bezahlen. Sie fährt dahin und legt sich an einen tollen Ibiza-Beach. Konjunktiv. Dann verteckt die trotzdem das Hotel. Ja. Von mir aus kein Deal mit. Die Frage ist, warum verteckt die das? Warum der Hashtag? Ich würde jetzt mal behaupten, dass man vielleicht da irgendwann ein bisschen billiger und in einem gewissen größeren Zimmer schläft. Du sagst, du verteckst eigentlich gar nichts, außer? Ich verteck grundsätzlich eigentlich gar nichts, außer es ist Geld geflossen. Und dann auch ganz klar, dementsprechend nach allen Richtlinien, die mir bekannt sind, gekennzeichnet und dann ist auch gut. Aber ich muss tatsächlich sagen, was ich einfach nicht tue, ob das jetzt so schlau ist, sei mal dahingestellt, ist zum Beispiel Kollegen. Wenn ich zum Beispiel auf einem Bild bin mit zwei YouTube-Kollegen und ich vertagge sie aber beide, weil man ist auf einem Event. Oder ich würde jetzt zum Beispiel dich jetzt hier einfach bei einem Selfie. Mir würde es helfen. Ja klar, darum geht es ja auch gar nicht. Nicht nur beruflich. Aber theoretisch müsste ich, gerade bei den YouTube-Kollegen, die ganz oft auch dann dementsprechend eine eingetragene Marke sind, ist es so, dass ich nur, weil ich auf einem Bild mit einem, sei es ein guter Freund von mir, müsste ich es als Werbung kennzeichnen. Wir sind jetzt auch gute Freunde. Exakt, wir sind jetzt super gute Freunde und ich müsste es trotzdem als Werbung kennzeichnen. Und das sind so Sachen, die dann irgendwann für mich so weit gehen, dass ich sage, es verliert auch die Transparenz, wenn man es zum Beispiel so macht, dass man eben absolut jeden einzelnen Post nur noch mit Werbung kennzeichnet, dann ist genau das Gegenteil von dem erreicht, was eigentlich erreicht werden soll. Wann hat der Influencer, wann hat der jeweilige Creator, wann hat die Agentur, wer auch immer, Geld dafür bekommen? Wann ist es nicht die, in Anführungsstrichen, eigene Meinung? Also am besten, ne, die besten Kooperationen sind ja, wenn das dann irgendwie noch ineinander geht, vernünftig. Aber wann, wie gesagt, ist Geld dafür geflossen für einen Post? Und solange bei mir nicht Werbung steht, war es auch keine. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich müsste ja alles irgendwie vertagen. Ich wüsste bei der Mütze nicht mal, muss ich jetzt den Hersteller der Mütze oder muss ich die Boston Celtics vertagen? Oder beide? Ich weiß es nicht. Und das ist so. Also ganz interessanter Ansatz, einfach aufzuhören, so wild so viel zu vertecken. Ich glaube persönlich, das ist mein Eindruck im Markt, dass gerade Mikroinfluencer, also irgendwelche zwischen 0 und 10.000, 20.000, das gerne vertecken, um einfach Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann wären wir wieder in rechtlichen Rahmenbedingungen. Ich habe auch schon erlebt, dass verteckt wurde und dann von dem jeweiligen Brand geteilt und damit bekam der kleinere Influencer ein bisschen mehr Reichweite. Um ein letztes Ding bei der Influencer-Geschichte oder beim Vertecken anzusprechen, dein Beispiel können wir ja nicht nehmen, aber nehmen wir mal den Sebastian, der weiß noch gar nicht, was ihm blüht. Jetzt fährt er nach München zu Pro7Sat1, der ist voll im Business, gestandener Mann, CEO der Studio 71 und dann macht er ein Foto und taggt, ich bin bei meinen Freunden, @Pro7Sat1. Ist das nicht auch Werbung? Ach, eine Frage. Gemeine Frage oder was meinst du, verteckst du oder hast du gar keinen? Nee. Warum nicht? Nee, warum denn? Was soll ich denn da berichten? Ja, vielleicht, dass ein paar mehr Fans auf dem Social-Account von der ProSieben-Kollegin. Nein, ich weiß schon, wo du raus willst. Also tatsächlich ist ja die Rechtsprechung gerade in die Richtung, dass man es, aber es ist albern, meiner Meinung nach, ja, aber wenn du jetzt mein Mandant wärst, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, nach der heutigen Rechtsprechung ist es dann als Werbung zu kennzeichnen. Ja, dann lasse ich es lieber zukünftig weiterhin. Dann lass es. Und deswegen vertagge ich so gut wie nichts. Hast du nicht nötig. Zum Vertecken hin zu Deals. Impact ist so ein Riesenthema auch auf der Konferenz. Ne? Was mache ich nachhaltig? Hast du so das Gefühl, orientiert an deiner Zielgruppe? Und ich komme nochmal zu diesem Thema Werte, dass du für dich was definiert hast, wo du Impact geben willst. Wir haben eben darüber geredet, dass du sagst, ich bin nicht so der klassische Entertainer-Typ. Du hast uns gesagt, wir sollen hier ein bisschen tanzen, wenn wir hochkommen. Das haben wir, glaube ich, nur so mittelerfüllt. Aber hast du den Eindruck, Nachhaltigkeit, Botschaften in deine Zielgruppe geben zu müssen oder willst du das auch? Und wenn ja, welche sind das? Also welchen Impact hinterlässt du?
zu müssen, grundsätzlich gar nicht. Der Vorteil ist nicht nur der Vorteil der Selbstständigkeit, sondern eben auch der Vorteil als Creator, der eben Plattformen wie, ich sage jetzt mal, sämtliche Social Media Brands oder eben auch YouTube dann in dem Falle als Forum nutzen kann, ist, dass es mir einfach völlig frei ist, mit welchen Inhalten ich mich eigentlich auseinandersetzen möchte. Bei meinem Hauptkanal, wie ich es jetzt so sagen würde, gerade da, wenn es dann irgendwie um die Kolumne geht, dann ist es natürlich so, dass ich schon, wie gesagt, diesen Diskurs anstoßen möchte, dass ich schon will, dass auch die Community das als Forum versteht und irgendwie als eine Möglichkeit versteht, sich auszutauschen zu bestimmten Themen einfach, sei es durch die Umfragetools, sei es durch die Kommentare beispielsweise, sei es dann irgendwie durch die Weiterleitung auf andere Plattformen, durch Events. Ganz anders allerdings, das ist dann wiederum der zweite und dritte Part irgendwie der Woche, der wesentlich kommerzieller ist, weil er eben einfach nicht so... Wo ich nicht so meine Authentizität untergraben würde, würde ich ihn versponsern. Also wenn man zum Beispiel ein Kochformat hat, das Ganze zu verkaufen und zu versponsern, ist was völlig Normales, was völlig Leichtes. Wenn man jetzt zum Beispiel aber auch im Gaming-Segment irgendwie tätig ist, da ist es dann, keine Ahnung, 4 Tage Abriss auf der Gamescom. Da ist es dann eben Moderationsjobs, da sind es irgendwelche Entertainment-Sachen, da sind es Livestreams, da sind es Shows, die man irgendwie mit veranstaltet. Und jeder einzelne Sektor, den man irgendwie bespielen und bespaßen kann, birgt wiederum andere Optionen einfach, die dann dementsprechend auch zu vermarkten oder eben ganz bewusst nicht zu vermarkten. Okay, also klare Auswahl treffen und Authentizität behalten. Ist Authentizität ja, das? Also die eigene Glaubwürdigkeit untergraben halte ich grundsätzlich nicht für eine gute Idee, wenn man an organischem Wachstum und vor allen Dingen an einer gewissen Langfristigkeit interessiert ist. Langfristigkeit haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wie lange machst du das noch? Wie lange ich das noch mache, weiß ich nicht. Wie nett. Gefühlt. Wie gesagt, dadurch, dass wir selber auch 2 Firmen gegründet haben in letzter Zeit und da ganz gut aufgestellt sind, mache ich das tatsächlich mit dem großen Luxus, dass ich sage, ich mache es noch so lange, wie es mir Spaß macht. Aber ich gebe auch zu, es macht mir noch eine ganze Menge Spaß. Was ist, und dann kommen wir so langsam, wenn ich auf die Zeit gucke, so fast schon in die Abschlussrunden, Spaß machen mit Kunden, Spaß machen mit Agenturen. Was war die für dich spaßigste, coolste Kooperation, wo du vielleicht, wie du sagst, am authentischsten, am freiesten sein kannst? Was sagst du so, das ist mein Best Case? Darüber können wir uns gerne nächstes Jahr tatsächlich nochmal unterhalten. Der kommt? Weil es kommen aber tatsächlich gerade ein paar Sachen, die ultra spannend sind, die auch in der Größenordnung für mich jetzt eben auch als Firmenteilhaber neu sind. Aber grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag es immer, wenn man mal die Gesichter hinter den Leuten, die sonst nur irgendwie kommentieren sind, sieht. Das heißt, ich mag Live-Geschichten, ich mag jetzt sowas wie die Gamescom zum Beispiel immer sehr, sehr, sehr gerne. Und ich muss tatsächlich sagen, alles, was irgendwie so in die Richtung geht, die ganz extrem für mich als Erlebnis war, war tatsächlich die Produktion dann LeFloid vs. The World, wo ich einfach Sachen erlebt habe, von denen ich vorher dachte, dass man die in 10 Leben nicht erlebt. Das war aber dann dein persönlicher Benefit, richtig? Tatsächlich. Ja. Schön, dass du das so super hast. Der hat auch ordentlich damit zu tun gehabt. Dass, Was ist denn aus Vermarktungssicht, du darfst gerne auch einen eigenen Case nennen, wenn dir ein anderer einfällt, yeah. Fair enough. Was ist aus Vermarktungssicht für euch, ihr kreiert ja Content zusammen mit den Creatern, was ist der Best Case für dich? Best Case, ich würde gerne ein anderes Beispiel nennen, und zwar aus dem Trendthema, was wir gerade erleben, nämlich dass wir nicht mehr nur über Markenkooperationen sprechen, also dass Creator ihr Konterfei auf eine Shampooflasche drucken, sondern wirklich... stelle ich mir bei dir gut vor. Das würde vielleicht auch passen. Mit Poldi zusammen. Ja. Man weiß nicht, ob er Haare hat, aber nicht abgemacht. Er hat es. Nee. Und wirklich den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wir nehmen White-Label-Produkte, kreieren eigene Marken, kreieren eigene Produkte und bringen diese in den Handel. Wir haben es in den letzten Jahren schon gemacht. Wir haben beispielsweise letztes Jahr zum zweiten Mal eine Pizza rausgebracht mit einem Creator. Eine echte Pizza, Tiefkühlpizza. Der gesagt hat, hey, ich hätte gerne meine eigene Pizza. Wir sagen, ja gut, wir sind jetzt keine Pizzabäcker, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Und ich glaube, wir haben in der letzten Kooperation 600.000, 700.000 Pizzen verkauft. Also schon enorm. Und ich glaube, davon werden wir noch viel, viel mehr sehen. Und das sind Cases, die auch für uns natürlich brutal spannend sind, weil es einfach komplettes Neuland ist. Das Schöne ist, als Moderator kann man ja so ein bisschen ausleiten und dann fast als Letztes was sagen, was vielleicht hängen bleibt. Ich finde total schön, das ist auch meine These, auch wenn hier Marketeer sitzen, denkt dran an diese Online-Offline-Verknüpfung. Ein Influencer entwickelt dann seinen ganzen Charme, finde ich, wenn er in allen Kanälen genutzt wird. Und das ist ja einfach was, was ihr beiden auch bestätigt. Du sagst, ey, ich will sogar mit denen reden. Verrückt, ich erlebe auch Kunden, die sagen, oder Marken, die sagen, oh, ich will nicht zu viel mit denen reden. Du willst das, deshalb bist du wahrscheinlich auch gewachsen. Wir haben noch 2 Minuten, ich habe mir 3 Abschlussfragen für euch ausgesucht. Die sind einigermaßen am Thema. Eine habe ich so ein bisschen vorweggenommen.
Wo siehst du dich in 5 Jahren, Flo? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo ich mich übermorgen sehe. Was aber gar nicht schlimm ist, weil die Optionsvielfalt da einfach eine Rolle spielt. Aber ich werde mal gucken. In 5 Jahren, ja doch, da bin ich 37, da werde ich wahrscheinlich eher hinter der Kamera dann stehen als vor der Kamera. Ah, okay, vielleicht, also wir haben ja gesagt, nächstes Jahr kommen wir nochmal, ne, ja, um zu klären, was waren die Best Cases. Und in 5 Jahren dürfen wir dann nochmal hier sein, um zu sehen, ob du hinter der Kamera stehst. Sebastian, ich habe eine grausame Frage für dich. Ich habe sie schon gesehen. Hast du gelesen? Ja. Ja, die ist, tut mir weh, aber es ist so, ich liebe Crossmedial. Ja. Guckt irgendeiner noch in 5 Jahren, ich weiß, ihr habt eine Muttergesellschaft oder so, aber probier es ehrlich zu beantworten. Guckt einer noch in 5 Jahren lineares Fernsehen? Ja. Okay, ich ergänze, wie viele? Ja, ich meine, wenn man sich die Entwicklung anschaut und vor allem auch in den unterschiedlichen Zielgruppen, erklärt sich, glaube ich, relativ schnell, wer in Zukunft wahrscheinlich immer weniger Fernsehen schaut, und zwar sind es die jungen Leute. Dass es eine Daseinsberechtigung hat und das Entertainment auch eine Daseinsberechtigung hat, ist klar. Von daher, auch in 5 Jahren werden noch Leute Fernsehen schauen. Ich finde, auch darüber werde ich mich mit dir noch unterhalten. Du hast das fast gefühlte Schlusswort, weil ich glaube, in 30 Sekunden fängt die Band an zu spielen. Wann sitzt der erste Influencer in Haft? Oh mein Gott. Sag's mir, du kennst, der lebt in den Tag. Wann sitzt er ein? Gibt es irgendwann einen Influencer, den wir inhaftiert sehen? Wird es bestimmt geben. Wirklich? Boah, okay. Ich, kommt drauf an, was er sagt. Ja, sehr gut. Das war es eigentlich von unserer Seite jetzt schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war die letzte Frage. Es ist ja ein langer Tag gewesen. Vielen Dank an euch. Ich habe mega Bock gemacht. Danke auch fürs Selfie. Wehe, du vertext das nicht. Ja. Ciao. Vielen Dank.